Ja, begrüße euch zu einer kleinen Thermacell-Vorstellung. Wie ihr aus meinem letzten Video sicher wisst, kann ich euch da verlinken. Der Flextel Gear war ein kompletter Reinfall. Und ich weiß auch warum. Ich habe da etliches nachgemessen. Und das Einzige war, der hat die Temperatur nicht auf das Eisenplattel gebracht. Ich habe mir da beim ersten Mal, glaube ich, bei denen auch komplett vermessen. Ich habe das jetzt dann nachher, bevor ich ihn verkauft habe, ein paar Mal wiederholt. Und ich habe auf den Flextel Gear habe ich drauf gehabt 90 Grad am Plattel. Und da habe ich oben gehabt 150, kurz nachlesen. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Ja, 150 Grad auf den. Also das sind 60 Grad Unterschied. Dadurch dampft der natürlich und beim anderen war gar nichts. Ja, wie gesagt, ich habe den Flextel Gear verkauft. Ich habe mir 20 von diesen Platteln geholt. Die habe ich noch daheim. Ich habe es ein bisschen im Garten im Einsatz und auch mit einem neuen, für den Garten mit einem neuen Thermacell. Den zeige ich dann auch noch ein bisschen. Ich habe mir für den auch so eine Schutztasche gekauft. War aber echt unnötig, aber gut. Ich habe das um 7 Euro wie das geschossen. Nimm es aber gar nicht mit, weil ich habe mir da hinter der Schnur einzogen. Da kann ich nicht überall aufhängen. Brauche ich ihn gar nicht. Der ist wieder im Einsatz, dafür haben wir da 6 oder 7 Gaskartuschen gekauft, wobei ja eine, glaube ich, 12 Stunden anhält, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, 12 Stunden hält eine und ein Plattel 4 Stunden. Und von daher, ja, ich sitze jetzt schon eine gute halbe, dreiviertel Stunde da, weil ich noch ein normales Tourenvideo mit da und das kann ich euch da oben verlinken. Ich weiß noch nicht, was für uns zuerst reinkommt und von daher, ich habe meine heilige Ruhe. Ich habe ihn beim Zubergehen schon auf dem Rucksack hinten eingeschalten mitgehabt. Perfekt. Ja, man soll jetzt nicht irgendwas tauschen, was funktioniert. Also never touch a running system, wie man so schön sagt. Aber das hat mich halt ziemlich Graz gehabt, weil das Ganze mit Strom funktioniert hätte, statt die kleinen Gaskartuschen. Aber hat nicht sollen sein. Dann habe ich mir jetzt diesen neuen da noch geholt, diesen Thermacell Backpacker nennt sich der. Der passt auf die Schraubkartuschen. Und zwar passt er natürlich auf volle Schraubkartuschen. Das ist jetzt ein 100 ml, 250er, 450er, 500er ist. Ganz egal, eine Schraubkartusche muss sein. Dann funktioniert das. Hat wahrscheinlich auch für Buschkraft oder Camping oder Outdoor-Haber, die was oft Nacht irgendwo mal dumm sitzen oder so, wie sicher ein Vorteil, der funktioniert genauso wie der. Ich habe mir da noch ein bisschen was aufgeschrieben, ich habe die angemessen und zwar das Handgerät schafft 150 Grad auf dem Plattel und der Backpacker hat sogar 165 drauf, also der wird noch einmal eine Spur heißer. Ob das jetzt von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß jetzt den Preis nicht unbedingt. Ich glaube 50 Euro legt es mir nicht an. Ich werde mir voll für nein. Der kommt in so einen schönen kleinen Sackerl. Hat es eine Zeit lang nicht gegeben, diese Backpacker. Und kann man natürlich schön verstauen. Schaut auch schön aus. Und funktionieren im Schnitt genauso wie das Handgerät. Ich habe ihn daheim schon im Einsatz gehabt da und das funktioniert tadellos. Ich habe da unten so einen Schutz, Gummischutz drüber, das könnt ihr am Drüberschirm, schraubt es auf. Wie gesagt, ich habe ihn auf der Terrasse schon ein paar Mal im Einsatz gehabt und perfekt. Ich habe da einen Schalter zum Aus und Ein und herum zum Starten. Und da vorne ist ein kleines Sichtfenster, auch da sieht man dann, ob er angesprungen ist oder nicht. Das leuchtet dann schön rot, dasselbe wie der da oben hat. Und dann ist das optimal. Ja, wie gesagt, das ist das Teil. Und es haben daheim im Einsatz, aber haben heute extra mal mitgenommen, dass das seht. Ja. Könnt ihr überall hinstellen. Funktioniert genauso wie das Handgerät,
kann ich sagen, daheim auf der Terrasse vom Feinsten. Den einzigen Unterschied ist, warum ich den mit habe, den kann ich ein bisschen schwer befestigen, irgendwo auf dem, da haben wir noch, brauche ich jetzt nicht, den kann ich nur schwer befestigen, irgendwo am Rucksack, wenn ich unterwegs bin. Da haben wir so ein kleines Bandel durchzogen, der Schnirl, kann ich den anhängen und kann ihn so draufhängen und habe den hinten schon mit am Rucksack und da rennt er eigentlich schon die ganze Zeit und ich bin da ein bisschen geschützt. Vielleicht nicht hundertprozentig beim Gehen, aber wenn du stehen bleibst, der wirkt wirklich Wunder. Also das ist binnen Sekunden, sind die Gößen weg. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden damit. Ich habe mir noch ein bisschen was zusammengeschrieben auf einem Zettel, was der Unterschied ist von denen. Also wie gesagt, Temperatur ist Handgerät 150, der Becky 165. Der andere Zettel ist mir natürlich auch gefallen. So, dann haben wir noch vielleicht gewichtsmäßig. Jetzt habe ich da so das Handgerät mit einer vollen Kartusche und zwei so Platteln dabei. Komme ich auf ca. 230 Gramm. Das ist nicht die Welt. Normal reicht wahrscheinlich auch Kartuschen, aber meine ist schon fast leer. Daher habe ich noch so eine Reserve mitgenommen. Und der Becky hat insgesamt, also mit der Tasche, Rocktaschen da, komme ich da auf 260 Gramm. Also das sind nicht so die Weltenunterschied. Es kommt natürlich darauf an, also gut, da habe ich jetzt gleich 100 Milliliter Kartuschen dabei. Die ist viertel voll, sage ich mal. So habe ich das gerechnet. Also je nachdem, was ihr natürlich da für eine mitnehmt, je nachdem habt ihr natürlich mehr Gewicht dabei. Ja, ich habe mir noch gedacht, dass ich jetzt wirklich mit den zwei so zufrieden bin. Gut, mit dem Handgerät war ich vorher schon zufrieden. Mit dem im Garten, den habe ich auf einer 500 Milliliter Flasche drauf. Da brauchst du gar nicht mehr nachdenken. Und die gingen wirklich pipi feinst. Da bin ich jetzt wirklich sehr zufrieden. Wie gesagt, wer nicht unbedingt beim Wandern mit draufhängen will, manche haben ja genug Gaskartuschen mit, der Verbrauch von derer. Könnt ihr es vergessen, braucht es gar nicht mehr nachdenken. Die kleine Gaskartuschen da herinnen, die werden wir schnell rausnehmen. Wieder gleich raus sein, weil es ja wurscht. Da sind drinnen, weiß ich jetzt gar nicht, steht gar nicht angeschrieben, aber 16, da ist nicht viel drin und die kleine halt 12 Stunden. Also was glaubt ihr, so eine normale Bottle halt wahrscheinlich ewig. 100 Milliliter habt ihr wahrscheinlich einen Monat. So, starten wir wieder. Jawohl, geht schon weiter. Und vor allem, die sind unverwüstlich, die kannst du am Freiheit fallen lassen, die sind nicht gleich hin. Es gibt da für den so einen eigenen Clip nur zum Kaufen. Da kann man sich dann am Gürtel hängen, aber jeder wie er meint. Ja, Freunde, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Das wollte ich euch nur ein bisschen vorstellen, was da alles gibt und dass wirklich diese Thermacell, das könnt ihr reinschauen. Diejenigen, die einen benutzen, die sind so zufrieden damit. Ich kenne wenige, die sagen, nein, das ist ein Mist, das ist eine Chance. Einer hat mir das letzte Mal geschrieben, er verdacht, den Geruch von den Platteln nicht. Ja, ich kann mir das vorstellen, dass manche auf das anders reagieren. Mir geht es zum Beispiel mit Espizzo. Das kann ich nicht riechen, aber dann muss man vielleicht einmal anders Plattel probieren. Ich weiß nicht, es gibt da so eigene mit so Zitronenduft, Zitronella oder so, muss man eigentlich einfach ausprobieren. Ja, will das Video auch gar nicht mehr viel in die Länge zeigen. Das wollte ich euch sagen, der Flexil hier ist fort. Ich bleibe weiterhin beim Thermacell. Da habe ich nachgekauft, ich habe glaube jetzt 15 Platteln daheim und 6 oder 7 volle Flaschen. Da komme ich schon eine Zeit lang durch. In dem Sinne sage ich, danke fürs Zuschauen und pfiat euch.